liebe Pfarrer, Gehörige von St. Josef in Horgen, liebe Mitmenschen von der heutigen Zeit. Wenn Sie angesprochen werden als Schaf, das klingt so nach Schaf, einfach auf einer Wiese, es macht genau das, was der Hirte sagt, oder doch nicht. Es trifft ein bisschen den Punkt vom Evangelium, von dem heutigen Sonntag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Türe hineingeht, in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, dann geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Das Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Meine Liebe, wir hören so das Bild von diesen Schafen und vom Nachfolgen. Und da fragt man sich zwei Fragen. Wem oder was laufe ich hinterher? Und die zweite Frage, wo führt es eigentlich hin? Wenn ich die ganze Zeit jemandem nachlaufe oder einer Sache anstrebe. Ich kann sagen, wenn wir etwas nachlaufen, dann können wir auf einen richtigen Weg gehen, aber es kann auch ein falscher Weg sein. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die er als Dieb und Räuber bezeichnet, und sich selber. Jesus Christus, der gute Hirt. Er kennt seine Schafe. Jedes einzelne. So nennt er sie sogar beim Namen. Heini und Enneli, Peter und Heidi und wie auch immer. Und wenn wir uns anschauen, hier in der Pfarrgemeinschaft, und uns wollen als Schaf bezeichnen lassen, dann haben wir die Grossen und die Kleinen, die Wichtigen und die Unwichtigen, die Immatrikulierten, die Diplomierten, die Promovierten, die Habilitierten und dann ganz einfache, praktische, weisse, graue, sogar auch schwarze Schöpfe. Und ein guter Hirt, der geht voraus, seiner Herde. Das ist auch eine Orientierung für die Schafe. Sie wissen, in welche Richtung es geht. Und er beschützt sie. Beschützt sie mit seinem Stock, den er hat. Und vielleicht hat er auch einen Schäferhund. Diebe und Räuber aber sehen etwas anderes in der Schafe. Sie sehen nur das Material oder den Ertrag. Was können sie rausholen aus diesen Schafen? Und da wären wir bei der zweiten Frage. Wo führt das eigentlich hin, wenn man jemandem nachfolgt? Unser Leben bekommt ein Ziel, einen Sinn, einen Zweck. Es wird gefüllt. Und es heisst dann in der Bibel dann auch, uns mangelt es nicht. An nichts. Wie soll man einem guten Schaf nichts mangelt, weil es einen guten Hirt hat? Ein Weide, wo es fressen kann. Es kann dankbar sein. Es hat ein Dach über dem Kopf. Und es ist vielleicht auch genügsam. Ja, ein Schaf weiss, dass es ein Schaf ist. Und wir Menschen wissen, was wir sind. Und Jesus sagt das Gleichnis zu den Jüngern
Und sie verstehen es nicht so. Nicht, weil es sehr schwierig gewesen wäre, aber er muss es immer noch ein bisschen erläutern. Und deshalb ist auch der dritte Teil von dem Gleichnis wichtig. Die Tür. Am Schluss von dem Text. Eine Tür kann verbinden, wenn man reintreten oder raustreten kann. Es kann aber auch eine geschlossene Tür sein. Eine Tür, die uns schützt vor Unwetter oder vielleicht auch Problem, wo man vor der Tür liegen lässt. Ich denke, eine Tür ist etwas ganz Besonderes. Wir treten ein und fühlen uns angenommen, willkommen. Und wenn wir rausgehen, machen wir nochmal die Tür auf, sagen ein herzliches Dankeschön und gehen auf unserem Weg. Und so möchte ich das schließen, nicht mit einem schafmässigen Mäh, sondern mit einem menschlichen Amen. Und wünsche Ihnen allen, bleiben Sie weiterhin gesund. Treten Sie durch die richtige Tür ein und gehen Sie auf dem richtigen Weg.